Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich hoffe, ihr habt mein letztes Video gesehen. Da hat es ja nicht so ganz geklappt. Ich will nicht sagen, dass das Bild schlecht ist. Mir gefällt das Bild trotzdem. Aber ich hatte in diesem Kamm hatte ich ja irgendwie noch Silikon von den vorigen Bildern drin. Und dadurch hat es das ein bisschen verändert und nicht so, wie ich es machen wollte. Darum probiere ich jetzt nochmal ein Bild. 30 auf 30 cm. Ich hoffe, ihr seid dabei, dann bis gleich. So, ich habe hier natürlich noch Farben übrig. Von diesen Tagesleuchtfarben, einmal pink und einmal grün, schwarz. Und habe mir natürlich noch ein bisschen weiß angerührt. So, also kein Silikon drin in den Farben. Und möchte das jetzt aber nochmal so probieren, wie ich es jetzt gehabt habe. Mache jetzt erst einmal ein Stück weiß. Man kann ja theoretisch die ganze Fläche weiß machen. Das probiere ich jetzt nämlich auch mal. Zumindest die Mitte. Und hier wollen wir nachher swipen. Aber da hebe ich noch ein bisschen auf. Machen wir jetzt nochmal einen Becher. Als Dirty Pouring. Nimm vielleicht auch etwas weniger schwarz. Misch das auch mal ein bisschen fester. Also nicht so Schicht für Schicht. So, das müsste schon reichen. Ja. Ups. So, jetzt ist der Punkt, wo ich viel schwarz habe, aber jetzt kommt es wieder. Und da fehlt mir aber noch etwas grün, weil sonst ist es wieder zu dunkel. Dann nehme ich jetzt einfach mal, und wir machen es ein bisschen heller. Das passt schon. So. Da läuft es schon kräftig runter, dann nehme ich einfach die andere Seite dieses Mal. Und schaue, dass ich mir an die Kanten mehr Weiß drauf habe auch. Weil sonst läuft mir das ganze Schwarze oder die Farben nach unten raus. Und das wollte ich eigentlich auch nicht. Tja. Okay. Ich habe schon wieder einige Luftblasen drin. Mach mal kurz weg. Okay. So, nicht ganz bis zur Kante raus. Ah, da läuft schon wieder runter. Irgendwas ist da krumm. Ist der Rahmen wieder krumm oder ich habe keine Ahnung. Egal, es geht ja um die Testerei. Sag ich jetzt mal. Okay, das reicht eigentlich schon. Nur gleich die Kante zu hier. So, komm, wir lassen es durchlaufen. Jetzt habe ich da auch schöne Linien hier. Das hat natürlich wieder besser geklappt wie beim ersten Bild. Liegt aber wie gesagt auch daran, dass ich außen das Weiß habe. So. Muss ich die Kante noch zubekommen? Das passt. Okay. So sollte es eigentlich auch schon beim ersten Mal aussehen. Aber gut, man lernt dazu.
Klar, je größer das Bild ist, umso schwieriger ist es auch. Jetzt probiere ich das nochmal. Also ich hoffe, wie gesagt, ich wische mir den Kamm jetzt extra nochmal zweimal ab. Ich nehme jetzt mal einen anderen Kamm und hoffe, dass ich kein Silikon drin habe. Ich fahre dann nämlich jetzt mal so. Aha. Ja, ich denke mal, ihr könnt es hier leicht sehen, da ist auch wieder was drin. Ah, das ist okay. Lass mal einfach ein bisschen rauslaufen. So. Okay. Also seht, ich mache gerade ein paar dezente Bilder, nicht alles voller Farbe. Einfach mal was anderes in Form vom Negative Space. Machen wir jetzt wieder von diesem Silikon 300er Viskosität rein. Ich weiß nicht, ein bisschen habe ich noch drin. Aber sicher ist sicher. So. Also etwas mit dem Kamm habe ich verschoben. Ich möchte gar nicht mehr machen. Wenn ich jetzt nochmal durchfahre, geht es mir wahrscheinlich wieder kaputt. Dadurch fange ich jetzt gleich mal mit dem Silikon an. Ich will ja wieder ein paar Zellen setzen. So wie sie mir gefallen, sagen wir es mal so. Und wir haben ja letztes Mal schon gelernt, wenn er einzelne Zellenreihen setzt, dann gehen sie ziemlich auseinander und wenn er sie auf dem Haufen macht, bleiben sie mehr oder weniger auch zusammen. Okay. Schauen wir mal. Am besten zwischen die Reihen setzen. Und zu Hause könnt ihr viel genauer arbeiten. Wie ich. Ich mache es meistens ja ein bisschen schneller, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ich setze jetzt außen einfach nochmal eine Sicherheitsreihe, damit es nicht so arg auseinanderzieht. Mal viele kleine hier. Ja.
setzen wir hier noch eine Reihe rein. Noch hier außen, dann ist aber eigentlich fast schon gut. Müsst halt genau arbeiten, nicht so wie ich. Aber das ist ja die Kreativität. Setze ich mal hier noch 1, 2, 3, 4, 5 rein. So, das reicht schon, sonst wird es wieder zu viel. Ich finde es ganz cool. Ihr seht hier, wie gesagt, wenn er hier ziemlich viele setzt, klar, nach außen geht es immer, aber wenn er natürlich einzelne Linien setzt, wird es richtig breit auseinander, so wie hier jetzt auch. Cool, das passt, ich lasse das so. Mehr möchte ich gar nicht machen, beziehungsweise setze vielleicht das hier zusammen. Dass wir eine Reihe durch haben, und dann war es das schon. Ich finde es ganz okay. Dann lasse ich es noch ein bisschen einwirken, wieder für 10 Minuten. Dann sehen wir uns gleich von nahem an. Bis gleich. So, Freunde, ich bin zurück. Schauen wir uns mal die zwei Streifen von nahem an. So. Der große hier, der ist glaube ich auch noch von dem Kamm entstanden. Irgendwie ganz komisch. Ich glaube, das kriegst du nie wieder richtig los, das Silikon. Okay, jetzt die andere Seite. Da spiegelt es ein bisschen. Fangen wir mal mit dem Rosa an den an. Und kommen dann rüber. Hier dieser Mittelpunkt, hier ist auch cool. Da habe ich ja jetzt noch zugemacht hier, ne, diese Reihe links außen. Okay. Also schön langsam und sauber setzen die Punkte, dann wird es auch schöner. Okay, aber ich finde es gar nicht schlecht. Dann war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir haben wieder was daraus gelernt. Und dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.